Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Surprise Sunday. Herzlich willkommen zurück zu Might and Magic, Secret of the Inner Sanctum. Seit wir uns dieses Spiel das letzte Mal im Rahmen von Surprise Sunday angesehen haben, sind jetzt tatsächlich schon einige Wochen ins Land gegangen. Und ich bin in diesen Wochen ehrlich gesagt nicht so ganz untätig gewesen. Ich habe mich nämlich immer mal wieder zwischendurch abends beim YouTube gucken, beim Streaming gucken oder bei, wenn mir gerade danach war. Ich habe mich einfach hingesetzt, Laptop in den Schoß oder auf den Tisch oder neben mir auf den Hocker oder was halt in dem Augenblick gerade da war. Ja, und dann habe ich ein bisschen meine Magic gezockt und habe ein bisschen gelevelt und habe ein bisschen gefarmt und habe ein bisschen erforscht und geskillt. Und das Ende vom Lied ist, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo ich sagen würde, dass wir den Spielbetrieb mit relativer Leichtigkeit wieder aufnehmen können. Ich zeige euch mal unsere Werte. Das hier ist der gute Crack the Hack. Der hat inzwischen Level 14, 136 Lebenspunkte, eine Rüstungsklasse von 20. Der hat nämlich relativ gute Ausrüstung. Über 1 Million Erfahrungspunkte. Jeder in der Gruppe hat zurzeit so ungefähr 27.000 Goldstücke im Gepäck. Und ihr seht die Werte an sich, ja? Intelligenz, Macht, Persönlichkeit, Ausdauer, Geschwindigkeit, Genauigkeit und Glück, die sind inzwischen auch relativ hoch, kratzen so ein bisschen an der 30. Das liegt daran, wir wissen ja, es gibt im Spiel Möglichkeiten, seine Stats zu erhöhen. Es gibt für jeden Stat gibt es ein Ding. Ja, das ist mal, ist das ein Brunnen, für Glück ist es zum Beispiel ein vierblättriges Kleeblatt, was man an einem ganz bestimmten Punkt im Spiel finden kann. Und so geht das dann halt letztendlich immer weiter. Und die geben immer plus 4 auf das entsprechende Attribut für die ganze Gruppe. Die kann man allerdings nur ein einziges Mal benutzen, es sei denn. Es sei denn, man hat einen bestimmten Erfahrungslevel mit seinem Zauberer erreicht, denn der muss in der Lage sein, Etherealize zu zaubern. Also ätherisieren oder wie auch immer man diesen Zauber jetzt ins Deutsche übersetzen will. Ich gehe in der Zwischenzeit mal hier auf den zweiten Charakter, auf Sir Garland. Als Paladin kann der jetzt inzwischen natürlich auch schon relativ gut zaubern. Also man muss die Möglichkeit haben, durch Wände zu gehen. Das ist ein Zauber, das ist glaube ich Stufe 6. Zauberstufe 5 oder 6. Den brauchst du. Und dann musst du in ein Schloss gehen, das in der Nähe der einen Stadt liegt. Das werde ich euch auch noch zeigen. Das Schloss vielleicht in der heutigen Folge nicht unbedingt, aber in die Stadt müssen wir auf jeden Fall. Dazu gleich nochmal mehr, wenn ich euch sage, was ich heute mit der Folge vorhabe. Da muss man in diesem Dungeon unterhalb des Schlosses, muss man in die vierte Ebene. Und da trifft man so ein paar Kleriker. Die Kleriker des Südens schimpfen die sich. Und da muss man Gongs läuten. Da sind dann überall Gongs verteilt, auch hinter so Barrieren, die man nur mit diesem einen bestimmten Zauber überhaupt durchschreiten kann. Und dann kann man diesen Gong läuten und dann gibt es eine 25%ige Chance, jeweils, dass irgendwas passiert. Also es gibt vier Möglichkeiten. Entweder es passiert nichts oder alternativ gibt es einen lauten Gong oder es gibt einen scharfen Gong, glaube ich. Sharp Noise war es, glaube ich. Oder halt noch ein anderes Geräusch. Und man muss so lange diese hin und her rennen. Man wird dann, nachdem man so einen Gong geläutet hat, wird man auf ein zufälliges Feld irgendwo in diesem Dungeon teleportiert und muss dann quasi zurücklatschen. Und wenn man dann alle drei verschiedenen Geräusche gehört hat, was, wie ich gesagt habe, vom Zufall abhängig ist, dann kehrt man zu den Klerikern des Südens zurück und die sagen dann, wow, ole ole, habt ihr richtig super gemacht, ihr seid jetzt würdig, hier ist Zenon, nebenbei mal, ne? Und wenn man dann würdig ist,
dann kann man diese ganzen Stat-Booster wieder ablaufen und kann sich diesen plus 4 Bonus auf sämtliche Stats nochmal holen. Und das kann man quasi beliebig oft wiederholen. Es ist nur, ich sag's euch ganz direkt, es ist eine scheiße nervige Angelegenheit. Deswegen hatte ich mir so gesagt, ja, wenn wir jetzt so an der 30 Kerzen, das sollte für den Augenblick eigentlich erstmal ausreichen. Und dann habe ich natürlich Level gefarmt. Da gibt es südlich von Sorpigal, der Stadt, in der wir hier starten, gibt es da so einen schönen Spot. Da gibt es Vivan, wenn man stark genug ist, um die zu töten und da einmal so die Runde zu drehen, hat man in einer Runde, und das geht, wenn man stark genug ist, um diese Vivan und eine Hydra ist auch dabei, um die effektiv töten zu können. Wenn man da stark genug ist, dann ist man da vielleicht 3 bis 5 Minuten beschäftigt, wenn überhaupt, und kriegt irgendwas zwischen 10 und 15.000 Erfahrungspunkten für jeden. Und darüber hinaus auch noch jede Menge Gold. Es gibt auch noch einen Brunnen, da kannst du Gold reinschmeißen. Da wird das komplette Gold, was ein Charakter dabei hat, in Erfahrungspunkte transformiert. Und das habe ich so ein bisschen kombiniert fürs Level. Ja? Hier haben wir unseren Dieb. Hier haben wir unsere Klerikerin. Auch schon Level 14. Die ist schon 52. Die ist von einem bestimmten Gegnertyp auf magische Art und Weise gealtert worden. Das ist was... Das wollte ich bei Gelegenheit da mal in Angriff nehmen. Es gibt nämlich irgendwo im Spiel auch einen Jungbrunnen, mit dem wir das Alter aller unserer Charaktere dann letztendlich wieder auf 18 zurücksetzen können. Ihr seht, die Serena, die hat tatsächlich auch 630 Edelsteine im Gepäck, denn Kleriker und Zauberer brauchen für die hochstufigere Magie, brauchen die ja Edelsteine, um die zu wirken. So viel dann dazu. Was ich heute vorhabe, das Schöne bei Might & Magic ist, es merkt sich, es speichert die Karten nicht ab. Es speichert die Charaktere ab, aber es speichert sich nicht ab, was man auf den Karten gemacht hat und welche Quests man schon erledigt hat und wie weit man jetzt bei welcher Quest gerade ist und solche Geschichten. Es speichert sich das ab in dem Sinne, dass ganz viele Quests damit verbunden sind, dass man irgendeinen Gegenstand in die Hand gedrückt kriegt und den dann zu irgendjemand anderem bringen muss. Und dadurch merkt sich das Spiel quasi so ein bisschen, welche Quests machen die Charaktere jetzt gerade? Ah, dies und das? Ja, okay, ist gut. Aber das bewirkt halt auch, dass man... ja, ganz viele Quests einfach beliebig oft machen kann, solange man halt immer wieder hinrennt, muss die jeweilige Karte einmal verlassen und wenn man zurückkehrt, ist quasi alles wieder auf Anfang und du fängst wieder von vorne an. Das gibt mir die Möglichkeit, mit euch jetzt quasi hier Schritt für Schritt und nach und nicht nur im heutigen Video, sondern das wird wahrscheinlich auch mal eine Ausnahme im Surprise Sunday Format werden, denn ich würde Might & Magic ganz gerne mit euch durchspielen. Das Spiel ist nicht lang, das meiste vom Spiel ist halt Grinding. Und das mache ich offscreen. Aber die Quests oder die relevanten Quests, nicht unbedingt nur Hauptquests, es gibt auch so ein, zwei Nebenquests, die so ein paar zusätzliche Informationen über die Ereignisse der Hauptquest liefern. Die würde ich ganz gerne so nach und nach in Videos hier alle paar Wochen mal mit euch zusammen abarbeiten. Und da fangen wir heute einfach mal an, hier in Sorpigal. Und das funktioniert halt wunderbar dadurch, dass die States der... Quests halt nicht gespeichert werden. Mit ein oder zwei Ausnahmen, aber die würde ich dann tatsächlich on-screen mit euch zusammen machen. So, das Erste, was wir machen müssen, wenn wir denn dann so ein bisschen stärker geworden sind, ja, weil am Anfang sollte man erstmal trainieren, sollte zusehen, dass die eigenen Charaktere ein bisschen stärker werden, damit man die nicht nur anhusten muss und die tot in der Ecke landen. Ja, so ein gesteigertes Immunsystem, gerade zu Zeiten von Corona, kann das sehr wichtig sein. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte Magie wirken. Wir haben jetzt auch, also zumindest unsere Klerikerin, die Serena, und unser Zauberer, der Wisbane, die haben inzwischen Zugang zu allen 7 Zauberstufen, die es gibt. Also die können jetzt, die beiden, die können sämtliche Zaubersprüche wirken, die es im Spiel gibt. Ich weiß nur leider aus dem Kopf nicht mehr, das ist jetzt, es ist schon 2, 3 Wochen her, seit ich meine Magic gespielt habe, bin ich ganz ehrlich. Also dieser Spielstand, der ist quasi schon seit 3 oder 4 Wochen auf diesem Status hier.
Ich bin halt bisher nur nicht dazu gekommen oder habe mich bisher nicht dazu entschieden gehabt, das Ganze hier weiter aufzunehmen. Es ist heute relativ ereignislos, bisher zumindest. Ich muss gerade nochmal die Liste mit den Zaubern raussuchen, weil, das habe ich ja letztes Mal schon gezeigt, ne? Ich wollte jetzt nämlich, was ich brauche, ist Kleriker, Zauber 3, 4, das ist nämlich Lasting Light. Da kann man hier bei unter P, Protect, kann man gucken, welche Zauber sind gerade aktiv. Und es gibt ja den Lichtzauber, der macht einen Lichtpunkt. Und es gibt diesen Lasting Light Zauber, also bestehendes Licht, der erzeugt gleich 20 Lichtpunkte. Das ist insofern relevant, weil es in Dungeons und anderen Orten immer wieder Felder gibt, das sind so Anti-Lichtfelder. Und sie schalten das Licht nicht einfach aus, die reduzieren den aktuellen Lichtfaktor um einen Punkt. Das heißt, wenn man nur diesen ganz normalen Lichtzauber benutzt, dann wird es schlagartig wieder dunkel. Aber mit Lasting Light hat man da ein bisschen mehr Kapazitäten. So, wir gehen jetzt runter in den Dungeon. Das ist hier der Dungeon unter Sorbigal und da müssen wir jetzt durch diese Tür hier. Wir sind inzwischen auch richtig gut geworden. Kann euch gleich zeigen, wie überlegen wir in den Kämpfen inzwischen sind. Denn es gibt hier so ein paar forcierte Kämpfe, die man nicht so ohne weiteres vermeiden kann. Oder ich will sie auch gar nicht vermeiden. Ich will euch ja ein bisschen was zeigen. Das sind auch immer die gleichen Gruppen, ja. Ganz viele von den Kämpfen in diesem Spiel, da ist ja so ein gewisser Zufallsfaktor drin. Da ist vielleicht in den Dungeons festgelegt, ja, das Feld. Auf dem Feld gibt es auf jeden Fall ein Encounter. Aber meistens ist die Frage, was für ein Encounter man jetzt auf diesem Feld antrifft, dann doch wieder vom Zufallsgenerator bestimmt. Hier ist es nicht so. Hier unten habe ich bisher jedes Mal die gleichen Gegner getroffen. Und diese fünf Flesh-Eater, diese Fleischfresser, die sich uns hier in den Weg stellen, die wird der gute Wisbane jetzt mit einem einzigen Zauber einmal hier wegfegen. Ich muss mal ganz kurz gucken, welcher es ist. Ich glaube, ich bin versucht zu sagen 7-1. Aber ich will noch mal gucken. So, es ist nicht 7-1. Es ist 6-1, tanzende Schwerter. Ein magisches Schwert, das sich mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegt und 1 bis 30 Schadenspunkte an jedem Monster verursachen. Das Schwert kann nicht vermieden werden und der Schaden des Schwertes kann nicht reduziert werden. Das ist ein Zauber, der sollte diese relativ niedrigstufigen Gegner hier einfach so vom Feld fegen. Da bin ich ein bisschen schockiert, dass der eine das tatsächlich überlebt hat. Meine Güte, geht das auf die Ohren. So, hier ist dann gleich die nächste Schlacht. Die funktioniert quasi nach dem genau selben Prinzip. So. Und wieder bleibt einer über. Einen haben wir noch. Ich glaube, das ist die letzte Gruppe, aber sicher bin ich mir nicht. Da kann sich Serena mal drum kümmern. Denn Serena kann ja Turn Undead. Und bei so niedrigstufigen Gegnern wie diesen paar Skeletten und einem so hochstufigen Kleriker, wie es Serena ist das natürlich kein Problem. Ach nee, die haben wir auch noch hier. Okay. Ja, aber die kriegen auch wieder das Schwert ab. Das lief doch insgesamt ganz gut. Zu den Spielmechaniken werde ich nicht mehr so viel sagen. Das haben wir im ersten Video alles abgeklärt. Ich habe schon viel erzählt, ohne großartig was zu spielen. Diese Tür hier, die ist unser Ziel. Hier wollen wir hin, weil da nämlich durchgehen. An elderly man behind the desk speaks. I am in need of courier service. Are you interested?
Ein alter Mann hinter einem Tisch sagt zu euch: Ich brauche einen Kurier. Habt ihr da vielleicht Interesse dran? Ja, klar. Gut. Take this scroll to the wizard Agar in Erdequin. And you shall be rewarded. Okay, nimm diese Schriftrolle und bring sie zu dem Zauberer Agar in Erdequin und dann wirst du belohnt werden. Das ist quasi schon alles, was wir uns machen müssen, diese Schriftrolle abholen. Können wir da nach oben gehen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, Erdequin ist nicht weit weg. Ja, wir könnten uns da jetzt direkt hin teleportieren. Aber ich bin dafür, dass wir zu Fuß gehen. Ich würde sagen, wir gehen zu Fuß. Ich muss mal kurz überlegen, wo Erdequin ist. Ich habe zur Not auch Karten da. So, das hier ist die Oberwelt. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal gezeigt hatte. Die ist in so Planquadrate unterteilt. Ja, das ist 15x15 Felder. Vielleicht sind es auch 16x16. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und dann aufgeteilt von, also wenn man 4x6. 4x6 große Felder mit einer Größe von 16x16. Das ist die Oberwelt. Und die sind dann unterteilt von A nach F, ne, wenn du von links nach rechts guckst, die Reihen. Und von 1 bis 4, wenn du oben guckst. Also ganz oben links auf der Karte ist quasi A1. Und ganz unten rechts auf der Karte ist F4. Und so, so funktionieren die Oberwelten in den ersten Might & Magic Spielen prinzipiell. Also zumindest in den ersten 5. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, ab Might & Magic 6 hat sich das tatsächlich geändert. So, und wir marschieren jetzt hier einfach dem Weg folgen, der Straße folgen. Das funktioniert schon ganz gut hier für die ersten Städte. Später muss man natürlich, jetzt sind wir hier so ein bisschen in so einer eisigen Region. Im Süden liegt Schloss Blackridge. Aber zu den Schlössern werden wir heute, glaube ich, gar nicht mehr kommen. Und dann marschiert man hier einfach so ein bisschen durch die Gegend. Hier ist noch ein zweites Schloss. Hier gibt es tatsächlich zwei Schloss Blackridges. Schloss Blackridge North und Schloss Blackridge South. Und da wohnt auch jeweils ein anderer Fürst drin. Aber hier liegt Erdequin. Die Stadt der Magier mit einem relativ breiten Platz hier am Anfang. Und mehreren unsichtbaren Barrieren. Wenn man erstmal einen Zauberer hat, der Dancing Swords beherrscht, dann sind so diese 0815 Random Encounter eigentlich gar nicht mehr so großartig in der Herausforderung. Das finde ich schon ganz cool. Hier gibt es magische Barrieren. Das ist genau die gleiche Art von Barriere, die sich auch in diesem Dungeon befindet, was ich vorhin erzählt habe mit den Stat Boosts. Da könnten wir jetzt mit Etherealize rein, aber ich sehe keinen wirklichen Sinn da drin. A sign above the door reads the Inn of Erdequin. Hier ist das Inn von Erdequin. Und der Zauberer Agar, den wir suchen, der hält sich tatsächlich auch hier an diesem Ort auf. Aber man muss ein ganz kleines bisschen tricksen, um ihn tatsächlich auch zu erreichen. Adjusting his spectacles, an elderly gnome eyes the party and asks, signing in? Seine Brille zurechtschiebend fragt ein älterer Gnome, betrachtet ein älterer Gnome die Party, die Gruppe von oben bis unten und fragt dann, schreibt ihr euch ein? Und hier muss man jetzt sagen, nope, machen wir nicht. Denn hinter dem Gnome, hinter dem Inn, befindet sich eine versteckte Tür. Und wenn wir da durchgehen, einfach vorwärts weiter, dann treffen wir ihn hier. The Wizard Agar speaks. You have done well to bring me the scroll. Dafür kriegen wir auch 1000 Erfahrungspunkte. Now take it to my protege Telgoran in Dusk. Ihr habt wohl daran getan, mir diese Schriftrolle zu bringen. Jetzt bringt sie zu meinem protege Telgoran in Dusk. Dusk ist eine weitere Stadt. Es gibt insgesamt 5 Städte. In Sorbigal startet man. Erdequin ist die nächste Stadt, die man quasi storytechnisch erreichen kann. Die Hauptstory, die bringt uns auch erstmal durch alle 5 Städte, damit wir die erstmal ein bisschen kennenlernen. Und als nächstes mal bald nach Dusk. Und Dusk
ist meiner Meinung nach mit Abstand die gefährlichste Stadt. Und wenn man noch eine niedrigstufige Gruppe hat, dann muss man da echt ein bisschen aufpassen. Wir werden höchstwahrscheinlich nicht mehr so großartig viele Probleme haben, obwohl wir das auch nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten. Ja, wir können es ja mal einschreiben, einfach so, damit wir uns mal eingeschrieben haben, ne? Achso, nee, warte. So, jetzt könnten wir rein theoretisch auch zu Fuß nach Dusk gehen, aber ich bin ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich keinen Bock drauf, wir machen das jetzt mal etwas schneller. Unser Magier, der kann nämlich, seit er Zauber der Stufe 3 beherrscht, fliegen. Und mit Fliegen, ja gut, hier sind es nur, hier geht es nur von A bis E, später gibt es auch noch ein F bei den Karten, das weiß ich. Fliegen kann man nur draußen, also auf der Oberwelt machen und kann dann quasi festlegen, ganz genau in welches Planquadrat man jetzt fliegen möchte. Da muss man erst von A bis E was eingeben und anschließend von 1 bis 4. Das legt dann quasi fest, in welches Planquadrat auf dieser großen Oberweltkarte man jetzt hinfliegt. Das Feld, auf dem man landet, wenn man dahin fliegt, das ist festgegeben. Das ist immer das Gleiche. Und das ist nicht immer die Mitte. Es ist meistens irgendwo am Rand, aber nicht immer. Ich muss gerade mal überlegen. E1 war, glaube ich, Dusk. Ja. Ja, also wir waren jetzt... Sorpigal liegt auf Planquadrat C2, also relativ mittig zentral. Erliquin ist auf B1, meine ich. Ich muss mal was trinken, tut mir leid. Auf jeden Fall von Sorpigal aus ein Planquadrat nach Norden und dann eins nach Westen. Und das ist halt ganz oben rechts. Also wir hätten jetzt einmal komplett rüber gemusst, hätten wir auch die Wüste durchqueren müssen, deswegen bin ich da jetzt einfach mal hingeflogen. Und in Dusk regieren teilweise die Untoten. So, was wir jetzt machen müssen, ist, Dusk ist quasi zweigeteilt. Es gibt den östlichen Teil der Stadt, das ist der, in dem wir uns jetzt in diesem Augenblick befinden. Der ist tatsächlich noch relativ harmlos, also die Random Encounters hier sind durchaus um einiges stärker als jetzt beispielsweise in Sorpigal, aber ist jetzt noch nicht so schlimm. Hier sind auch das Inn und das Trainingsgelände und die Schmiede und die Taverne und was so eine typische Abenteurerstadt eben noch so an Etablissements zu bieten hat. Der westliche Teil allerdings ist in Dunkelheit gehüllt. Und im westlichen Teil, da treiben sich tatsächlich relativ fiese Random Encounters rum. Da trifft man relativ hochstufige Untote, Dämonen und lauter so ein anderes Korpszeugs. Das Problem ist nur, wenn wir die Quest, die wir aktuell haben, erledigen wollen, dann müssen wir jetzt in den westlichen Teil der Stadt. Und niedrigstufigen Gruppen würde ich da empfehlen, einfach schnell im Inn abspeichern und dann schnell rein und schnell wieder raus. Der ist nämlich gar nicht so weit vom Eingang entfernt, der Typ, zu dem wir hin müssen. Wir gehen nämlich einfach hier rein. Und dann hier runter. Und hier um die Ecke. Und da wollen wir hin. An elf dressed in robes approaches. Friends, I am Telgoran. This scroll you have brought me will be very helpful. Here's 1,500 gold for your services. I'll tell your secret, if treasure is what you want. Ein Elf in einer Robe nähert sich uns. Freunde, ich bin Telgoran. Diese Schriftrolle, die ihr mir gebracht habt, wird sehr hilfreich für mich sein. Dafür schon mal spontan 2,500 Erfahrungspunkte für jeden. Hier sind noch einmal 1,500 Goldstücke für eure Dienste. Ich verrate euch ein Geheimnis, wenn ihr nach Schätzen sucht. The brothers you must find, Portsmouth and Algarry, are combined. Ihr müsst die Brüder finden. Portsmouth und Algarry gehören zusammen. Portsmouth und Algarry, das sind die beiden Städte hier im Spiel, in denen wir jetzt noch nicht waren. Da führt uns unser Weg jetzt als nächstes hin, denn jetzt müssen wir zwei Brüder finden, die tatsächlich auch relativ gut in diesen Städten versteckt sind. So, erstmal müssen wir hier wieder raus, ohne zu sterben. Das lief schon mal ganz gut.
An eerie silence pervades the deserted inn. Suddenly, a ghostly apparition appears, asking, "Sign in?" Eine unheimliche Stille liegt über dem verlassenen Gasthaus. Plötzlich erscheint eine geisterhafte Erscheinung und fragt euch, "Wollt ihr euch eintragen?" Jo, wollen wir. So, haben wir einmal gespeichert. Von hier aus gehen wir jetzt, ich meine, wir können auch die Städte direkt anspringen. Obwohl, scheiß drauf, wir fliegen dahin. Wir fliegen dahin, ich habe noch relativ gut im Kopf, wo wir dafür hin müssen. Zumindest für Portsmouth, damit fangen wir jetzt nämlich an. Denn ich bin versucht zu sagen, Portsmouth ist, glaube ich, etwas leichter als Algari. Allerdings nur, wenn eure Gruppe nicht nur aus Männern besteht. Das ist eine Sache, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Was hatte ich gesagt? 3, 2, ne? So, Portsmouth liegt nämlich auf der gleichen Ebene wie Erlequin, also auf der, in der B-Reihe. Aber weiter im Süden, B3 meine ich, ist es. So, hier sind wir in Portsmouth. So, euch ist vielleicht aufgefallen, wenn ihr, als ich am Anfang der Folge heute unsere Charaktere nochmal präsentiert habe, wenn ihr da aufgepasst habt, dann ist euch vielleicht aufgefallen, am oberen Bildschirmrand, da steht ja Crack the Hack, F, Neutral Human Knight, also ein neutraler menschlicher Ritter. Neutral ja die Gesinnung, da gibt es ja gut, neutral, böse, das hat für manche Quests Auswirkungen und entscheidet auch so ein bisschen die Ausrüstungsgegenstände, die man benutzen darf, weil es da dann doch die eine oder andere Beschränkung gibt, dass nur, es gibt bestimmte Schwerter, die können nur gute Charaktere benutzen, es gibt bestimmte Waffen, die dürfen prinzipiell nur böse Charaktere benutzen und so weiter und so fort, ist jetzt hier an dieser Stelle nicht weiter relevant. Der Punkt, auf den ich eigentlich hinweisen möchte, ist das F. Denn das F, das ist unser Geschlecht. Crack the Hack ist female, also weiblich. Das hat auch einen Grund. Unsere ganze Gruppe ist weiblich inzwischen. Unter Portsmouth gibt es nämlich einen Brunnen. Wenn man den benutzt, dann ändert er das Geschlecht jedes einzelnen Charakters in der Gruppe. Aus männlich wird weiblich und aus weiblich wird männlich. Das ist insofern wichtig, weil es in Portsmouth ganz viele Felder gibt, die sämtlichen männlichen Charakteren in der Gruppe unglaublich viel Lebensenergie entziehen. Das hat was mit dem Geheimnis von Portsmouth zu tun. Das zu lüften ist eine Quest, die man für einen der Fürsten machen muss. Ist eine Nebenquest, werden wir im Rahmen dieses, ich nenn's jetzt an dieser Stelle einfach mal spontan Let's Play, auch wenn es zurzeit offiziell noch als Surprise Sunday läuft. Da finden wir dann heraus, dass Portsmouth verflucht ist und von einem Succubus regiert wird. Ein Succubus ist ja ein weiblicher Dämon, ein Sexualdämon, der Männern die Lebenskraft entzieht. Und genau das passiert hier auch. Wenn man sich also in Portsmouth relativ unproblematisch bewegen will, dann braucht man eine weibliche Gruppe. Aber Portsmouth, der Dungeon unterhalb von Portsmouth, gibt einem halt auch die Möglichkeit, seine Gruppe dahingehend zu arrangieren. Wenn man das jetzt im Vorfeld halt nicht getan hat. So, in Portsmouth müssen wir zur zweiten Kreuzung. Und dann, glaube ich, hier runter. Oh, und landen hier mitten in einem Kampf. Okay. Die klatschen einfach weg, Hippogreifer und Zentauren. Die sind jetzt, ehrlich gesagt, zumindest auf dem Level, auf dem sich unsere Gruppe inzwischen befindet, nicht mehr so wirklich gefährlich. Ja, ihr müsst euch nur mal angucken, was wir hier für Schaden verursachen teilweise, ne? So, der Zentaurer tatsächlich. Unsere Gruppe noch einmal angreifen können. So, wir müssen. Hier ist ein Geheimgang. In dem folgen wir. Also man muss in diesen Tunnel rein und dann durch eine unsichtbare Wand. Und dann in der unsichtbaren Wand sich drehen und durch noch ein paar weitere unsichtbare Wände. Und da findet man dann Zahm. I am Zahm, astral brother of Zom, and only living male residing in Portsmouth. My clue is C-15. Ich bin Zahm, Astralbruder von Zom und der einzige lebende Mann in Portsmouth. Mein Hinweis ist C-15. So, das war der eine. Das war der erste Streich. Und der zweite folgt zugleich, denn jetzt gehen wir nach
Algari. Und Algari ist... Oh Gott, wo liegt denn Algari? Ich weiß es nicht, wir machen das mal auf einem Umweg. Ich fliege mal nach Sorpigal zurück. Denn in Sorpigal gibt es hinter dieser Wand hier einen Leprechaun. A tenacious Leprechaun appears saying, "Traveling the roads is quite dangerous. Save for the strong and courageous. Only one gem you lose and I'll send you to the town you choose." Also dieser Leprechaun, der bietet uns quasi an, für einen Edelstein teleportiert er uns dahin, wo wir hinwollen. Und wir wollen in die Stadt 4. Das ist nämlich Dusk. Wir wollen in die Stadt 3. Dusk ist jetzt bitter. Gut, aber machen wir es nochmal. Ich kenne ja nichts, ne? Ich kenne ja gar nichts. Wir wollen in die Stadt 3. Stadt 3 ist nämlich Algari. Die Stadt der Orks. Standing behind a large desk, a tall, bearded half-orc grunts. If you don't sign in, you can't stay. So, ich wollte mich nur einmal hier einsignen. Oh, verdammt. Jetzt habe ich das Spiel verlassen. Oder das aktuelle Spiel zumindest. Da muss man aber echt ein bisschen aufpassen. Escape bringt einen in die Stadtauswahl und X lässt einen das Inn verlassen. So, in Algari müssen wir jetzt den anderen Bruder finden. Dazu gehen wir hier runter. Wir müssen nämlich durch die Docks. Hier in diesem Bereich gibt es übrigens welche von diesen magischen Feldern, von denen ich erzählt habe, die das Licht absaugen. Und hier haben wir einen relativ hochstufigen Kampf. Mummies sind schon nicht so ganz ohne, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Die nehmen auch nicht so viel Schaden. Minotauren sind auch recht gefährlich. Es war für Dancing Sword aber auch echt ein scheiß Roll. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann hauen wir erstmal den Minotaurus weg, der macht mir nämlich echt Sorgen. Eine Mumie zerstört, das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Ich weiß noch nicht, was die Mumien machen, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber prinzipiell... Also man sollte sich nie zu sicher fühlen. Aber... Da sieht man auch schon, wie die Erfahrungspunkte nach oben schnellen. Ne? 33 Erfahrungspunkte für den Kampf über diese, für den Sieg über diese Gruppe von Skeletten. Ungefähr 300 Erfahrungspunkte für den Kampf, den wir in Portsmouth gegen die Hippogreifen und Zentauren gemacht haben. Hier eben gab es 1700 Erfahrungspunkte für jeden. Also wir sind hier schon im recht hochstufigen Bereich. Und hier ist das Feld, wo wir hinwollen. I am Zom, Astral Brother of Zem. My clue is 115. Ich bin Zom, der Astralbruder von Zam. Mein Hinweis ist 1.15. Und wenn man jetzt die beiden Hinweise, die uns Zom und Zam gegeben haben, zusammenzieht, dann kriegt man den Hinweis C1. Ist auf jeden Fall ein Hinweis auf den Ort. Ja, das ist jetzt ärgerlich. Diesen Kampf wollte ich eigentlich nicht machen. Phantome sind nämlich, glaube ich, recht gefährlich. Und dieses R-Elemental kann ich überhaupt nicht einschätzen. Das habe ich noch nie getroffen. So, wir sind leider nicht draußen. Das heißt, Serena kann den Mondstrahl nicht machen. Und das bedeutet, Serena zaubert mal einen Segen auf die Gruppe. Dann haben wir nämlich ein bisschen bessere Chancen, die Gegner auch zu treffen. Ich habe so ein bisschen Angst. Phantome, das könnte einer von den Gegnern sein, die uns künstlich altern lassen. Der Ton ist schon grausam, das ist mir durchaus bewusst. So, jetzt gehen wir hier einfach wieder zurück. Wir können ja mal rasten. So, und hier hinter der Trainingsgrube.
Ach, guck mal, wir haben schon wir können schon wieder aufsteigen hier. Level 15 für unseren Dieb. Das ist doch schon mal sehr geil. Hinter der Trainingsgrube ist eine Geheimtür mit einem magischen Portal. Und dieses magische Portal bringt uns nach Sorpegal zurück. Und da wollen wir auch hin. Dann klatschen hier die Flash-Eater kurz weg, weil die haben nichts drauf. Wir sind auch schon fast an dem Punkt, an dem ich für heute Schluss machen wollte. Wir haben jetzt fast die Hauptquest, sag ich jetzt mal, bis zu dem Punkt erledigt, zu dem ich wirklich gespielt habe. Oder mich getraut habe zu spielen. Wir müssen jetzt hier aus der Stadt wieder raus. Und dann gehen wir wieder nach Norden. Nach C1. Und hier gehen wir jetzt einfach immer weiter nach Norden. Und folgen diesem Pfad hier. Denn auf dem Feld jetzt vor uns, das ist das Feld, auf das die Hinweise von Sam und Som hinweisen. Und da findet man dann... You found a chest upon which an inscription reads, Property of XXXX. Inside, you found a ruby whistle, 2000 gold and a note. The stronghold lies at B3142. Blow twice to enter. Wir haben eine Kiste gefunden und auf dieser Kiste, auf der Inschrift steht drauf Eigentum von XXXX. Und da drin haben wir eine Ruby Whistle gefunden, also eine Rubinpfeife. 2000 Goldstücke und die Notiz, die Festung liegt bei B3142. Zweimal blasen, um sie zu betreten. Und das ist jetzt unser nächstes Ziel, das ist nämlich... Diesen ganzen Firlefanz bisher, den haben wir nur gemacht. Das kann man übrigens erst finden, wenn man Sam und Som gefunden hat. Vorher findet man hier an dieser Stelle nichts. Und mit Sam und Som kann man erst reden, wenn einen Telgoran von den Brüdern erzählt hat. Und mit Telgoran kannst du erst reden, wenn du bei Agar warst. Und mit Agar kannst du halt erst reden, wenn du die Schriftrolle aus dem Dungeon in Sorpegal geholt hast. Und deswegen hängt das alles hier so als Hauptquest zusammen. Warum ist das eine Hauptquest? Das ist doch storytechnisch gar nichts passiert. Das liegt an dem Gegenstand, den wir in dieser Festung finden, von der wir jetzt erfahren haben. Da machen wir uns jetzt nämlich hin und auf den Weg. So, er hat gesagt B3. B3, erinnert ihr euch vielleicht, ist Portsmouth. Und wir marschieren jetzt hier einmal nach Norden. An dem Weg nach Schloss White Wolf vorbei. Und hier nach Süden in den verlorenen Wald. Da muss man ein bisschen navigieren. Ja? Osten, Norden, Osten, Osten, Osten. Dann haben wir hier an ancient temple converted to a stronghold has no apparent entrance. Ein alter Tempel, der in eine Festung umgebaut wurde, hat augenscheinlich keinen Eingang. Aber die Rubinpfeife beginnt zu leuchten und wir können jetzt 0 bis 9 mal reinblasen. Ja, wir haben ja erfahren, zweimal pfeifen öffnet den Weg und wir können den Stronghold betreten. So, jetzt zaubern wir hier wieder, was war's? Jetzt muss ich wieder gucken. Lasting Light, ne? Oh, sich das alles zu merken, ist schon nicht so einfach. 3, 4. So, was wir jetzt hier aber auch zaubern, sind so ein paar Schutzzauber für uns. Zum Beispiel, ich muss nur gerade kurz gucken. Von unserem Magier, unser Magier zaubert jetzt erstmal Levitate gegen irgendwelche Fallgruben oder sowas. So, und was er noch. Zaubert ist Zauber 4-5, das ist Guard Dog. Das verhindert, dass wir von hinten angegriffen werden können, also dass wir so einen Überfall haben, wo wir nicht mehr richtig agieren dürfen. So. Und dann zaubert er noch
4-6 Psychic Protection. Das ist insofern wichtig, weil es Fallen gibt, die instant killen. Und hier muss ich jetzt mal ganz kurz... die Karte raussuchen. Weil dieser Dungeon, der ist schon so ein bisschen komplizierter. Der Dungeon, wo die Kleriker drin sind, mit den Stat Boosts und so, das ist übrigens Dragadune und das liegt, oder Dragadune, wie auch immer man es aussprechen will, das liegt ganz in der Nähe von Dusk. So, wir sind jetzt aber in einem Sealed Minotaur Stronghold im Enchanted Forest, also Minotaurenfestung. Den Minotaurus herauszufordern und zu töten ist auch eine Quest, die man machen kann, ist aber nicht der Grund, warum wir jetzt gerade hier sind. Nein, keine Werbung hier. So, wir stehen hier quasi in der Mitte des Raumes. Mich würde jetzt nur noch mal interessieren, wohin gucken wir denn? Nach Osten. Okay, mehr brauche ich nicht wissen. Wir wollen nämlich durch die westliche Tür, die ist also quasi direkt hinter uns, ist auch nicht verschlossen, und Minotauren-Scheiße liegt hier auf dem Boden unter uns. Wir wollen jetzt hier nach Norden, haben einen Kampf gegen die Strangling Vines dann. Der ist auch immer hier, also das ist immer der gleiche. Aber die können nicht viel. Die sind tatsächlich relativ schnell ausgeschaltet. Der zweite Pflichtkampf in diesem Dungeon, das ist der schlimme. Da sage ich aber gleich nochmal was zu, wenn wir dann da sind. Aber ihr seht hier die Strangling Vines, die, da muss man sich nicht großartig nachnehmen. Und tschüss. So, wir setzen jetzt den Weg hier fort. Wir wollen nämlich jetzt diese Treppe hier runter. Und sind damit tatsächlich schon fast da, wo wir hinwollen. Wir müssen jetzt hier noch nach Süden. Und hinter dieser Tür... hinter dieser Tür liegt ein Kampf, der für niedrigstufige Gruppen echt die Hölle sein kann. Nämlich beim ersten Mal habe ich den mit Glück überstanden und habe gedacht, oh, der war ja gar nicht so schwer. Und der hat relativ viele Erfahrungspunkte gebracht. Hier kann ich eventuell ein bisschen farmen und bin dann die nächsten 10 oder 12 Versuche an diesem Kampf gewiped. Der ist nämlich echt arschig. Diese Deadly Spores, die da erscheinen, die explodieren nämlich. Wenn die dran sind, explodieren die. Und jede Explosion verursacht bei jedem einzelnen Mitglied unserer Gruppe Schadenspunkte. Und wenn da dann, wie viele sind das? 4, 8, 12. Wenn 12 von diesen Dingern, die um die Ohren fliegen, und jede Explosion macht eventuell nur 4 Schadenspunkte, eventuell aber auch 12 bis 20, und das bei jedem Einzelnen, und das bei 12 Dingern, da kann man sich ja ausrechnen, wie schnell da eventuell dann doch die Kacke am Dampfen ist. So, wir zerstören die. Ich bin ja jetzt inzwischen um einiges stärker. Das war echt scheiße. Oh oh. Das war mehr als nur ein bisschen scheiße. Das kann sein, dass uns das richtig in den Arsch beißt. Xenon, 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 Xenon. Kann Xenon irgendwelche... oh, verdammt. Oh, verdammt, Xenon hat keine... dann muss es so gehen. Ah, das wird ekelhaft. Das wird ekelhaft. Aber unsere Gruppe ist inzwischen so stark, dass wir das rein theoretisch noch relativ souverän überleben sollten. Die Sache ist halt, wenn diese Deadly Spores explodieren, dann explodieren die auch. Das bedeutet, die werden aus dem Kampf entfernt. Das heißt, wenn man diese ganze Explosionsserie hier überleben kann, dann hat man diesen Kampf dann auch automatisch gewonnen und erhält die entsprechenden Erfahrungspunkte. Grundvoraussetzung dafür ist allerdings, dass man diesen Kampf dann halt auch erstmal in irgendeiner Art und Weise überleben können muss. Und das ist
Meine Gruppe hat da jetzt nicht mehr so viele Probleme. Ne? Wir haben ja auch relativ hohe Rüstungsschutz, relativ hohe Werte. Aber gerade am Anfang, wenn man leveltechnisch diese Quest rein theoretisch dann das erste Mal macht, ist das, glaube ich, schon ganz schön arschig. Okay, da will ich jetzt mal kurz einen Überblick über meine Gruppe sehen. Kann ich meinen Überblick irgendwo... Das lief wirklich sehr gut. Aber ich raste hier trotzdem nochmal. Das war sehr dumm. So, wir wollen durch diese... Halt, warte. Durch diese Tür hier wollen wir. Da habe ich die falsche Taste gedrückt. Standing atop a pedestal in the center of the room is a statue of a small sable and white dog. It comes to life and speaks... Congratulations! You've completed a major quest! Plus 10.000 experience points. Remember BJ. Auf einem, Stände auf einem Podest. Auf einem Podest in der Mitte des Raumes steht die Statue eines kleinen, was sind denn Sables? Das ist ein, ich wusste das mal. Lux, irgendwie sowas in der Art. Irgend so eine Raubkatze halt. Und ein weißer Hund. Sie erwacht zum Leben und sagt, herzlichen Glückwunsch, ihr habt eine große Quest erfüllt. Denkt an BJ. So, was wir dafür jetzt eigentlich gekriegt haben, wir müssen jetzt allerdings hier suchen. Das ist ganz wichtig, an dieser Stelle musst du wirklich suchen, sonst findest du das nicht. Der Goldschlüssel. Und der Goldschlüssel, den brauchen wir, um Castle Doom zu betreten. Warum sollten wir Castle Doom betreten? Naja, das ist eine Geschichte, die werden wir in einer anderen Folge klären. Denn ich habe jetzt einfach mal den Schrein entweiht und Golddrachen und weiße Drachen und Höhlenriesen auf uns aufmerksam gemacht. Ich wollte einfach mal gucken, wie der Kampf hier läuft. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir richtig aufs Maul kriegen hier. Aber eventuell gewinne ich den ja auch hier so zum Abschluss. Ich will es einfach probieren. Das ist kein gutes Zeichen, dass die Drachen alle noch stehen, obwohl wir... Oh. Alter! Gold Dragon Breath's Energy. Und zack, oh, oh, oh. Ich glaube, da werden die ersten down gehen jetzt. Oh, verdammt. Die sind ja echt nicht ohne hier. So, Serena. Serena muss jetzt heilen. Serena muss unbedingt heilen. Ich muss, ich brauche meine Zauberliste wieder. Ich bin super vorbereitet, ich weiß. Ich weiß, ich mache das richtig geil, ne? So, was ich jetzt einfach mache... Ich zauber jetzt mit Serena 7-1. Heilt die komplette Gruppe komplett. Aber ich glaube, Serena ist wieder älter geworden. Aber das nächste, was ich machen möchte, ist versuchen, diesen Jungbrunnen zu finden. Also ich weiß, wo der ist. Ich habe ihn nur letztes Mal nicht erreicht, weil die Kämpfe zu schwer waren. So, es wäre doch gelacht, wenn wir den Kampf hier nicht noch überstehen. Ich glaube, das Gefährliche sind die Drachen. Wenn die Drachen erstmal weg sind, da sind sie weg, ja? Die beiden Golddrachen haben wir getötet und der weiße Drache ist geflohen. Und ein Höhlenriese ist auch gleich noch mitgeflohen. Das läuft doch super. Jetzt haben wir noch diese drei Höhlenriesen. Und wie man sieht, die haben nichts drauf. Und das hat uns jetzt einfach nochmal 17.666 Erfahrungspunkte gegeben. Und rein theoretisch könnten wir das anscheinend einfach nochmal machen. Mache ich aber nicht. Ich sehe jetzt zu, dass wir von hier verschwinden. So. 4.8 ist Surface. Der bringt uns immer an die Oberfläche zurück.
Nein, ich will nicht blasen. So, einmal umdrehen. So, wir sind umzingelt. Wir hauen jetzt einfach die Fresse dick. Wenn ich jetzt einfach die ganze Zeit versuche zu retreaten, das funktioniert nicht, ne? Guck mal, die rennen alle weg. Ah, hier sind wir auch schon draußen. Wunderbar. So, dann fliegen wir jetzt dahin zurück, wo es alles begonnen hat, nach C2. Und kehren ins Inn zurück. Und dann soll es das auch für heute gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.